11 Tipps für einen erfolgreichen Antrag auf eine Erwerbsminderungsrente. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. 50% aller beantragten Erwerbsminderungsrenten werden jährlich in Deutschland abgelehnt. Das ist Alltag bei der deutschen Rentenversicherung. Die Hürden für einen erfolgreichen Rentenantrag für eine zu bewilligende Erwerbsminderungsrente sind sehr hoch. Und damit Sie erfolgreich in ein Antragsverfahren für eine Erwerbsminderungsrente gehen und damit auch die Chancen auf eine Bewilligung erhöhen, sollten Sie folgende Tipps beachten. Erstens, prüfen Sie realistisch, ob Ihre Krankheit oder Behinderung für eine Erwerbsminderungsrente ausreicht. Nicht jede Krankheit oder Behinderung löst auch eine Erwerbsminderung aus. Oft kann auch eine Reha-Maßnahme helfen oder gezielte Krankenbehandlung, um Sie wieder fit für den Alltag zu machen. Zweitens, Reha vor Rente. Nicht jeder Rentenantrag sticht sofort, denn oft schaltet die Rentenversicherung ein Reha-Verfahren vor das Rentenverfahren. Drittens, nur mit einer guten medizinischen Dokumentation lässt sich eine Erwerbsminderung nachweisen und begründen. Wer sich lange nicht behandeln lassen hat, wird aus unserer Sicht schlechte Karten haben. Viertens, reden Sie mit Ihren Ärzten. Was sagen diese zu Ihrem Antragsverfahren, zu Ihrer Erwerbsfähigkeit oder Erwerbsminderung? Wie schätzen diese Ihre Krankheit im Hinblick auf die Arbeitsfähigkeit und Erwerbsfähigkeit oder Minderung ein? Das hilft Ihnen. Da bekommen Sie schon mal erste Ansatzpunkte, Sicherheit, wie es möglicherweise beim Antragsverfahren auf eine EM-Rente weitergehen kann. Fünftens, sammeln Sie medizinische Dokumente, prüfen Sie die. Stichwort, ist ein Grundsatz in der Juristerei, wer was haben will, muss es beweisen. Prüfen Sie auch, ob möglicherweise Befundberichte aus längerer Vergangenheit vorliegen, und zwar auf deren Aussagefähigkeit im Hinblick auf die aktuelle Erkrankung oder Behinderung, aufgrund derer Sie eine Erwerbsminderungsrente erreichen wollen. Sechstens, bei sozialmedizinischen Unterlagen von Krankenkassen und Arbeitsämtern sollten Sie prüfen, ob der richtige Arzt oder überhaupt ein Arzt hier eine Stellungnahme abgegeben hat. Stichwort, nicht jeder Arzt, der eine medizinische Bewertung abgibt, kann dies fachlich auch wirklich tun. Sind Unterlagen auch wirklich unterschrieben worden oder unter anderem oder auch vollständig? Sind zum Beispiel alle Diagnosen benannt, die Grundlage dieser sozialmedizinischen Bewertung waren oder sind? Siebtens, wenn Sie eine gute medizinische Dokumentation haben, zwingen Sie die DAV zur umfassenden Sachaufklärung. Nutzen Sie, wenn notfalls auch, Ihre Schwerbehindertenakte. Nehmen Sie die sozusagen mit an die Seite. Achtens, schreiben Sie mal einen Tagesablauf auf. Vor allen Dingen bei Leuten, die psychisch erkrankt sind oder an einer chronischen Fatigue leiden, ist das sehr wichtig, dass man anhand des Tagesablaufs eigentlich sieht, was mit ihnen los ist und wie sich sozusagen Ihr Tagesablauf in Ihre Erkrankungsform einbinden lässt. Aber bevor Sie das der Deutschen Rentenversicherung schicken, bitte vorher durch einen Dritten prüfen lassen. Neuntens, prüfen Sie, das ist ganz wichtig, ob die versicherungsrechtlichen Voraussetzungen für eine Erwerbsminderungsrente bei Ihnen überhaupt vorliegen. Stichwort 3/5-Belegung, holen Sie sich bitte eine aktuelle Rentenauskunft ein. Zehntens, vor dem Antrag suchen Sie sich Rat und Hilfe von Familie, Freunden, Sozialverbänden und versierten Anwälten. Stichwort, 4 Augen sehen mehr als 2. Im Zweifel lieber nochmal einen Dritten auf die Unterlagen schauen lassen. 11. Die Information, die Sie einsammeln, ist immer die halbe Miete. Wer sich informiert und vieles weiß, ist sicher im Vorteil. Das ist ganz klar. Aber bedenken Sie bitte auch, vieles, was Sie lesen und zum Beispiel im Internet in vergleichbaren Fällen erfahren, muss nichts, aber auch gar nichts mit Ihrem Fall zu tun haben. Ihr Fall
ist Ihr Fall und der Fall im Internet ist ein völlig anders gelagerter Fall. Bitte keine Hoffnungen haben, nur weil im Internet derjenige seine Rente bekommen hat. In einer vergleichbaren Situation wie Sie muss es nicht zwingend heißen, dass Sie nun auch einen Anspruch auf die Rente haben. Mit diesen Tipps gehen Sie mit Sicherheit gestärkt in Ihr Rentenantragsverfahren für eine Erwerbsminderungsrente. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.